Hallo Friends und herzlich willkommen zum 14. Part der Nonceberry Rosé Legacy. Der letzte Part ist wirklich nicht in Worte zu fassen. Wir hatten so ein schönes Osterfest, dachten wir zumindest, dass es schön wird. Und da ist einfach mal irgendwas so verbuggt gewesen. Also sowieso ist unser Sims ja ab und zu sehr verbuggt und es hatte jetzt einfach keine Zukunft mehr. Weshalb wir dann uns gedacht haben, okay, es wird Zeit, irgendwas an CC, was verbuggt ist, und so unser ganzes Spiel beeinträchtigt zu entfernen und Mods zu entfernen und bla bla bla. Sowieso haben ja schon viele jetzt wieder das Vanilla Game, also alle Mods und CC gelöscht, weil eben viele das Problem hatten. Wir wollten jetzt noch nicht alles entfernen, weil ich sowieso immer noch der Ansicht bin, dass sowieso die Mods als auch CC das Gameplay nochmal um einiges aufregender machen, aber es hat wirklich keinen Sinn mehr, wenn halt so viel verbuggt ist. Funktioniert halt einfach nicht mehr. Weshalb wir uns dann dazu entschlossen haben, einiges zu entfernen. Ich bin gespannt, wie es jetzt aussieht. Manches an Möbeln und manches an Kleidungsstücken wurde jetzt auch entfernt, also aus unserem Game gelöscht. Ich schaue jetzt mal gleich. Ich habe schon ein bisschen geschaut. Ich glaube, bei Room fehlt nur eine Hose oder so. Er läuft gerade in Unterhose rum. Das sollten wir vielleicht ein bisschen anpassen. Aber sonst scheint eigentlich fast alles noch in Ordnung zu sein. Das schauen wir jetzt ganz kurz. Und dann starten wir auch in die Story wieder rein. Wie gesagt, Room ist zum Glück jetzt wieder am Leben. Das heißt, wir können uns jetzt auch wieder seiner Challenge widmen. Wir können die Charisma- und Logikfähigkeit verbessern. Wir können nochmal in die Liebesgeschichten reinstarten und in den Schulalltag mit der Hoffnung, dass nicht wieder noch ein Lehrer antanzt und sagt, Ruben, du hast keine Zukunft, das wäre nicht so geil. Und seht ihr schon, Leute, hier ist jetzt so ein ganz wunderbares LED. Habt ihr jetzt so ein bisschen im Hintergrund. Hier kommt auch noch was hin bald. Das füllt sich so. Dann habt ihr auch mal einen spannenderen Hintergrund. Nicht immer nur eine weiße Wand. Obwohl ich weiße Wand auch immer clean und einfach fand, weil es hauptsächlich ja hier vorne stattfindet, was man anschauen möchte. Aber so ist der Hintergrund einfach auch nochmal spannend. Ja, und jetzt würde ich erstmal starten ins Game. Und ich hoffe mal, es stirbt nicht wieder irgendjemand und das klappt jetzt. Der Tisch ist absolut... Hä? Was geht bei dem Tisch ab? Keine Ahnung. Wir machen das gleich, wenn jeder pennt, dass wir uns so ein bisschen um das Haus hier kümmern. Oh, der Blumenhase hat hier auch so süße Blumen hinterlassen. Das ist ja voll cute. Hier, ihr seht halt bei Ruben, er läuft ohne Hose rum. Ich glaube, seine Hose war sehr, sehr, sehr toll. Schwierig, schwierig, schwierig. Wir haben jetzt noch eine halbe Stunde Zeit in Sims-Zeit, hier so ein paar Sachen zu machen. Achso, Eier hat er schon gesucht. Ja, vielleicht kann er dann ein bisschen abräumen und so. Das wäre ja auch so ganz praktisch. Und es wird, glaube ich, Zeit, schlafen zu gehen. Ich hoffe jetzt auch mal, wir hatten ja auch das Problem, dass die Merkmale immer so runtergehen, aber wenn die halt unten angekommen sind, sage ich mal, nicht mehr rot werden. Und ich meine, wenn die rot werden, dann sind die Sims dann so, okay, die gehen jetzt selbst auf Toilette oder die gehen selbst was essen, weil das dann ja sonst kritisch wird, aber es hat einfach nicht funktioniert und keine Ahnung, was es soll. Aber hier herrscht anscheinend wieder eine traurige Stimmung. Ich glaube, das war einfach ein, okay, wir sehen auch hier, es war halt grauenhaft, das Osterfest, aber es war halt wirklich grauenhaft. Können wir nicht leugnen. Okay, mach halt mitten in der Nacht wieder einen Berglauf, gar kein Problem. Es ist halt so, zum Beispiel Mint ist immer noch total geschockt, weil das Fest halt einfach schlimm war, kann man nicht einfach sagen. Und wir sagen einfach, deswegen, Mint hatte irgendwie Angst, Ruben zu verlieren. Mucke ist krass hier. Geh mal weg, Emily. Wir wollen dich nicht. Kusch dich. Ruben, du hast deine Hose verloren. Wir brauchen wieder eine Hose. Was hast du denn sonst noch so verloren? Oh, eigentlich nichts, ne? Finden wir auch gut, denn wir haben keinen B, noch mehr von den tollen Sachen abzutreten. Nur haben wir hier seine Hose nicht mehr. Passend in der Farbe. Aber wir lassen es einfach mal so. Haben die anderen welche verloren? Hauptsache, Minz Schlaghose ist noch da. Bitte sag, dass Minz Schlaghose noch da ist. Ja, sie ist noch da. Aber ihre Sneakers nicht mehr. Immer. Okay, sonst ist alles gut gelungen. Okay, er genießt gerade auch das friedliche Alleinsein und das entspannte Alleinsein und so. Er isst jetzt gerade noch eine Kleinigkeit, ist absolut in Ordnung. Becker macht ein bisschen Sport, ist auch gut. Jetzt ist auch noch Becker
super anstrengend von der Erkältung, aber so ist das. Wir werden morgen oder heute definitiv wieder einiges erledigen. Wir müssen wieder ein bisschen rauskommen hier. Und Ruben möchte auch mal wieder hier rauskommen. Ich habe auch schon eine ganz gute Idee, was wir machen können. Und zwar gehen wir vielleicht wieder in ein Wellness-Center. Das hat er auch lange nicht mehr gemacht. Und oh mein Gott, wir müssen das hier wegbringen. Ich werde es jetzt nicht direkt verkaufen, weil es könnte ja sein. Das ist jetzt total abgespaced, dieser Gedanke. Aber es könnte ja irgendwie sein, dass wenn Ruben dann irgendwann wirklich stirbt als Senior, dass er dann keine Urne kriegt, weil er ja anscheinend jetzt schon eine Urne bekommen hat, obwohl er auch nicht wirklich gestorben ist. Aber bevor wir nachher gar keine Urne und gar keinen Grabstein haben, wenn er irgendwann drauf geht, behalten wir das jetzt einfach. Oh, hier sind auch schöne Bilder mit Lindsay. Oh Gott, er hat nur Bilder mit Lindsay, hier gar nicht mit seinen Eltern und so. Ist ja total kritisch. Naja, er macht jetzt gerade Hausaufgaben mitten in der Nacht, so wie es sich gehört. Ruben muss echt wieder mal ein bisschen was erleben und rauskommen. Er ist immer noch ein Teenager und er hat jetzt... Die Verantwortung von Ruben reicht für den Erwerb des Merkmals verantwortlich aus. No way. Oh mein Gott. Krass. Hier. Richtig gut. Emotionale Kontrolle ist schlecht, aber das passt auch. Er ist ein Hitzkopf, er hat keine emotionale Kontrolle, aber Empathie, Konfliktlösung, Verantwortung und Manieren sind richtig gut. Also Ruben kann richtig, richtig stolz auf sich sein. Mach am besten nochmal die Zusatzaufgaben. Oh, Ruben, das ist krass. Das hast du gut gemacht. Wir haben bald einfach 100.000 Simoleons erreicht, weil Mint einfach eine krasse Schnitte ist. Muss man jetzt aber mal ganz an der Stelle ganz schnell gesagt haben. So, jetzt geh mal kurz auf Toilette. Wenn du deine Zusatzaufgaben erledigt hast, dann werden wir den Schultag ganz schnell hinter uns bringen, dass wir dann wieder ein bisschen rauskommen. Wir werden auch nachher feiern gehen und so. Es ist zwar Donnerstag, aber Freitag ist ja schon Wochenende. Kann man ja als Wochenende zählen. Und wir müssen auch ein bisschen wieder an Mint und Beckers Beziehung arbeiten, denn ich glaube, da hackelt es. Hackelt es? Ich glaube, da hackt es ein bisschen bei denen, weil die so ein paar Zweifel hatten auf jeden Fall. Das haben wir ja auch einmal bei ihren Stimmungen gesehen irgendwie. Und ich möchte jetzt auch nicht irgendwie, dass sie sich nachher so emotional distanzieren und so. Weshalb ich vielleicht dann später auch nochmal mich um die beiden kümmere. Wie wär's denn, Mint, wenn du Frühstück, und zwar Pfannkuchen servierst für alle und dann können wir zusammen ein bisschen schnabulieren. So, Ruben, bis du dann zur Schule musst. Oh, unser Spiegel ist auch futsch. Ja, der ist doch ganz schön. Und du kannst hier am besten eine Rede üben, weil du unbedingt mal was ändern solltest. Mint ist einfach nur absolut ein Trauerkloß. Mint, was machst du denn? Pfannkuchen fortsetzen. Weg mit den Zuckerkeksen. Nein. Du frühstückst jetzt bestimmt keine Zuckerkekse. Soweit ist es hier jetzt aber noch nicht gekommen. Becker, du hast deine Erkältung. Oh, das ist doch schön. Jetzt hat sie den ganzen Abend oder eher gesagt, die ganze Nacht durchgezockt Basketball und ist total müde. Vielleicht sollte sie jetzt mal schlafen gehen. Es ist halt jetzt schade, dass sie jetzt nicht mit den anderen frühstücken kann. Aber kann, glaube ich, Ruben auch nicht. Was soll der Geiz? Wir gehen natürlich mit. Ich hoffe, er hat jetzt auch seine Hausaufgaben eingepackt. Sonst haben wir die nämlich noch gestern spätabends umsonst gemacht. So, wir haben es wieder vermisst, hier zu sein. Haben wir es nicht vermisst. Essen bestellen. Die Person sah aber sowas von krass aus wie Lindsay. Ich dachte gerade, was macht Lindsay jetzt wieder hier? Aber das ist nur Ava Hayo. Aber ich habe mich gerade übelst erschrocken. Wie wäre es denn, wenn du dich auf die Prüfungen vorbereitest? Leute, ich kann mich auch nicht entscheiden. Wir müssen auch voll viele Sims küssen. Aber wir haben noch eine starke romantische Beziehung. Nee, wir müssen die Beziehung auch weiter hochmachen. Okay, wir brauchen noch jemanden, den wir ein bisschen... Wie wäre es denn mit ihr? Guck mal, wir müssen ein bisschen mit Elena flirten, Ruben. Kriegst du das hin? Und bitte krieg ich jetzt keine Absage, ja? Mit wem hast du denn? Ja, war klar, dass Ruben sich nicht mit denen gut versteht. Ja, Ruben, es wäre eigentlich jetzt schlau, das nicht vor den anderen zu machen. Könnt ihr bitte ein bisschen weg von dem Brunnen, der ist absolut laut. Hier, Schwärmer von Interessen, Tag verschönern. Und Ruben wird von den anderen einfach nur so gehatet. Sie springt aber direkt darauf an. Wir kommen zwar ein bisschen zu spät zum Unterricht, aber wir müssen das zwar eben kurz machen. Und wo müssen wir... Oh, wir müssen auch nachher hier an Wirtschaftsunterricht teilnehmen. Das sollten wir vielleicht auch tun. Ruben, beeil dich bitte. Der Unterricht
beginnt. Liebestag ist morgen. Kritisch, Leute. Ganz kritisch. Wir müssen uns morgen definitiv was einfallen lassen. Ruben, kommst du jetzt bitte zum Unterricht? Du kannst auch noch gleich Elena anflirten, okay? Dankeschön. Ich hoffe, es hat niemand gesehen. Jetzt prahl doch hier nicht. Mach doch keine Bilder. Konzentrier dich auf den Unterricht. Haben wir uns da verstanden? So, wir lernen jetzt hier wieder schön was im Unterricht. Oh, das war sogar ein Wunsch von ihm. Unterricht ist zwar sau langweilig. Ich suche mal eben Elena, weil der Unterricht scheint gleich durch zu sein. Und ich suche die mal eben, ja? Elena, wo bist du? Ach, du bist auch hier. So, dann bleiben wir ein bisschen länger hier und können ein bisschen mit ihr quatschen, sie kennenlernen. Dann hat Ruben aber definitiv Hunger und können wir vielleicht uns irgendwas zu essen bestellen. Tortilla Hotdog. Nein, ich muss ja auch noch für Prüfungen lernen. Das wird ein bisschen schwierig. Aber wir können vielleicht sie heute Abend einladen, mit ihr in Wellness-Center zu gehen. Das könnten wir theoretisch tun. Okay, dann ganz schnell Essen holen, Ruben. Ganz, ganz, ganz schnell. Der ist ja auch schon übelst müde wieder. Wird dann schwierig, nachher was zu machen, aber sonst kann ich auch ein bisschen nachhelfen. Okay, ihm scheint es jetzt eigentlich wieder ganz gut zu gehen. Ich werde direkt weiter zu Elena steppen. Es geht schon wieder einer, weil Ruben von allen ein bisschen belächelt wird und komisch angestarrt wird, weil eigentlich hat Ruben nichts falsch gemacht, aber er wird halt von vielen halt so krass beachtet. Deswegen ist vielleicht auch für Elena das gerade ein bisschen schwierig, weil sie halt auch schon ja einiges von Ruben gehört hat, sage ich mal, und sie möchte eigentlich den Gerüchten nicht vertrauen. Ich meine, was für Gerüchte? Er hat ja so an sich nichts falsch gemacht, aber die Gerüchte kursieren halt auch in der Schule rum mit seiner Dreiecksgeschichte und so. Und das ist halt ein bisschen riskant, weil Elena ist halt jetzt auch ein bisschen abgestreckt davon, weil sie halt auch nicht so enden möchte, sag ich mal, oder auch so behandelt werden möchte. Davor hat sie ein bisschen Angst und ist halt auch so ein bisschen abweisend. Ja, ich sag ja. Hey, mein Schatz, ich habe etwas Leckeres für dich gemacht. Willst du vorbeigehen und es probieren? Wir ignorieren das, weil Ruben ist immer noch in der Schule und wenn, also wir tun jetzt einfach mal so, als hätte Elena das auch so ein bisschen gesehen, dass er angerufen wurde, hat das auch so ein bisschen mitgekriegt und ja, fand das auch ganz gut von Ruben, dass er darauf nicht eingegangen ist und trotzdem noch weiterhin die Schule besucht. Ich gucke in der Zeit, was bei Sozialhase vielleicht noch abgeht. Wir antworten mal Danielle. Wir haben schon 182 Follower. Wir machen mal ein neuer Post über Mittagessen posten und dann energiegeladene Story. Und wir werden mal eine Bücherrezension, eine traurige Bücherrezension posten. Und als ich die letzte Seite umdrehte, verfinsterte sich meine Seele. Denn dies war das Ende einer nie wiederkommenden Reise. Ja, und können vielleicht auch Nathan checken und sagen, Ruhe in Frieden. Mit Nathan geht es immer lustig zu. Es gibt niemanden, mit dem man besser abhängen kann. Ja, Ruben hat ganz gute Noten bekommen. Na los, fliegende Womp-Womps. Schließe dich unserem Team an, um nach dem Unterricht das Skileden zu üben. Es mag zwar körperlich anstrengend sein, aber wir haben jede Menge Spaß und du wirst ein Team haben, das dich anfeuert. Du musst natürlich Skilegen-Moves auf einer Matte üben. Unsere Wettkämpfe sind donnerstags und freitags findet der Skilegen-Sporttag statt, an dem wir die Schule unsere Moves zeigen. Bist du bereit, dich der Herausforderung zu stellen? Nein. Ich hoffe einfach auch für Ruben, dass er bald auch männliche Freunde findet. Das würde ich mir echt für ihn wünschen, weil er ist ein netter Kerl und er weiß auch, was richtig und was falsch ist. Nur haben das halt viele noch nicht so wirklich bei ihm gesehen und ja, es kursieren halt viele Gerüchte und das ist vielleicht auch etwas, was ihn so ein bisschen belastet. Und es gibt ja eine männliche Person, ein Kumpel. Ich weiß gerade nicht, wie er heißt, aber mit dem haben wir uns ja auch eigentlich ganz gut verstanden. Okay, Elena ist aber gekommen. Okay, vielleicht werden wir zusammen meditieren. Können wir jetzt eine Gruppe bilden? Ja. Können wir zusammen meditieren? Nee, können wir nicht zusammen machen. Ich würde gerne was mit ihr zusammen machen. Zusammen in der Sauna entspannen und dann können wir nachher eine Massage erhalten. Das ist doch cool. Ihr ist auch irgendwie unwohl. Das hat man auch schon gesehen. Oha, der Masseur geht einfach. Macht er jetzt nicht einen freien Abend oder was? Geht aber gar nicht, du. Ja, und werden einfach uns hier ein bisschen entspannen. Ich hoffe, Ruben zieht noch sein Bad.
Bademantel an. Ja, und entspannt. Jetzt geht sie weg. Ich fasse nicht. Ja, wir können sie auch nicht zwingen. Ja, Ruben durchlebt gerade einfach einen Prozess der Heilung und der Ablenkung und versucht einfach weiterzumachen. Oh, Leo Wagner. Ja, ist schon schön gemacht hier. Also wir können gerade wirklich nicht mit ihr sprechen. Dann nehmen wir halt ein Bad. Nehmen wir halt ein Schlammbad. Ist ja auch kein Problem. Dann kann Ruben sich auch ein bisschen entspannen. Oh nein, jetzt wird er auch noch krank. Hat Halsschmerzen. Ganz belastend. Ist hier irgendwo noch ein Teenager oder sind das nur junge Erwachsene? Aha, Lena ist jetzt auch mal anwesend. Jetzt hat er Fieber, Husten, Verstopfung und eine Darmgrippe. Oh, dann hat wohl Becca ihn angesteckt, weil Becca hatte ja auch... Oh mein Gott, das ist so mies. Becca hatte ja auch so eine Erkrankung, so eine Erkältung. Oh, er ist kokett, ohne dass ich was gemacht habe. Können wir uns zusammen ein Getränk nehmen? Oh, er ist sehr kokett und er denkt über das letzte Move nach. Gedankenkonzentrationskurs teilnehmen? Oha. Ja, komm, dann nehmen wir jetzt auch hier dran teil. 110 Simoleons will der Typ. ETF. 110 Simoleons. Oh mein Gott, das fördert emotionale Kontrolle. Das braucht Ruben sowas von. Jetzt hat er schon begonnen. Ich kriege ja Aggression, Ruben. Du bist wieder zu spät. Deine Schuld. Okay, Ruben wählt gerade irgendeine Nummer. Er hat Lindsay angerufen. Oh Gott, jetzt kommt Lindsay. Vielleicht war es ihm jetzt zu langweilig mit Elena. Aber Ruben, es war mal eine Chance. Es war mal eine Chance. Ganz, ganz, ganz schwierig. Da ist sie. Jeanette, es hat in der Schule, es hat Spaß gemacht, mit zu reden statt zu simsen. Oh Gott, was hast du denn jetzt wieder gemacht, Ruben? Wer ist denn jetzt Jeanette? Mit wem hast du denn jetzt wieder geflirtet? Sag dazu jetzt nichts. Ich lasse Ruben machen. Es wäre wahrscheinlich für ihn besser gewesen, jetzt daran teilzunehmen an diesem Kurs. Für seine emotionale Kontrolle. Er ist halt eben ein Hitzkopf, aber okay. Ich hoffe, wir mal Lindsay checkt nicht, dass Ruben mit Elena zusammen hier ist. Es ist ja auch noch betrunken. Wütend betrunken. Hä, warum kommen jetzt Elena und Dings hier rein? Ach, weil er auch noch... Oh Gott. Weil sie ja auch noch in unserer Gruppe ist. Egal. Ich glaube, Ruben kriegt das nicht so mit, weil er halt betrunken ist. Sonst würde er das nämlich nicht machen. Aber egal. Okay, Leute, macht einfach mal. Ich habe da nichts mit zu tun. Okay, Ruben regelt kurz, dass Elena nicht nach Hause geht, glaube ich. Hoffe ich jetzt einfach mal. Und dann können wir mit Lindsay rumschmusen. Okay, sie bleibt einen Moment. Oh, jetzt hat sie sich eingepinkelt. Okay, viel Spaß euch miteinander. Aber dann haben wir auf jeden Fall schon mal eine von dreien romantischen Beziehungen mit den Sims. Okay, wo ist jetzt Elena? Hallöchen, you are here. Oh, Room hat auch voll Hunger. Gibt es hier irgendwas zu essen? Nee, ne? Nee, dann werden wir jetzt mal eben direkt nach Hause gehen. Ich habe Angst, dass der wieder drauf geht. Wirklich, ich habe wirklich Angst, dass der wieder drauf geht. Deswegen gehen wir jetzt mal nach Hause. Es hat jetzt auch gereicht mit Lindsay, dass sie noch dahin kam. Und so, Lindsay haben wir einfach voll romantische Leiste. WTF. Egal. War schön, Lindsay. Wir gehen nach Hause und können Elena mit nach Hause nehmen. Und sie nochmal einladen oder so. Obwohl das gar keinen Sinn macht, weil Blumen eigentlich noch einiges zu tun hat. Aber egal. Haben wir noch Reste? Anscheinend. Mint könnte jetzt auch nochmal fragen. Ruben, was geht eigentlich ab bei dir? Aber ich glaube, das macht sie nicht. Ruben, das ist ja die creepieste Situation. Oder, weiß ich nicht, creepigste Position, was zu essen, ne? Dann räume ich halt für dich den Teller weg. Ist es nicht kalt? Oh nee, ist sogar warm hier. Ja, voll chillig. Es scheint ihr nicht so gut zu gehen. Deswegen versuche ich jetzt einfach mal, dass sie sich was zu essen nimmt. Weil ich ein bisschen Angst habe und Ruben geht einfach nur mal ein bisschen was essen. Ich habe Angst, dass jetzt bei euch irgendwie... Okay, es handelt sich um Atmen. Notfall. Okay, gute Nacht. Ich würde sagen, Ruben ist so ein bisschen wieder in alte Muster verfallen, aber wenn das jetzt, sage ich mal, eine Chance ist, dass er wieder ein bisschen Freude empfinden kann. Ich meine, heute ist Liebestag. Das wird auch nochmal ganz riskant. Und ich glaube auch für Ruben ganz, ganz tricky. Ne? Sagen wir es einfach mal so. Aber ich meine, was soll man da machen? Er wird sie jetzt noch ein bisschen ausruhen, bis es dann wieder in die Schule geht. Und was dann noch abgeht, sehen wir, glaube ich, beim nächsten Part. Also wie wir den Liebestag verbringen. Ich glaube, das ist nochmal so ein Tag,
Tag, der ist für Ruben wie gemacht. Würde ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. Da bin ich auch noch gespannt, was da noch so auf uns zukommt. Ich hoffe sehr, dieser Part hat euch gefallen. Wenn ja, gebt einen Daumen nach oben. Schreibt jetzt unbedingt gerne in die Kommentare, ob Elena vielleicht zu Ruben passen würde. Also ob Elena vielleicht auch so eine Wahl wäre, die man ergreifen könnte. Oder wie wir vielleicht auch den Liebestag verbringen sollen. Oder eher gesagt, mit wem wir den Liebestag verbringen sollen. Wir haben jetzt so ein paar Optionen, würde ich jetzt mal behaupten. Super gerne könnt ihr uns auch abonnieren und die Glocke aktivieren, so verpasst ihr kein neues Video mehr auf diesem Kanal. Und schaut auch super gerne bei Naka und all unseren anderen Social Media Kanälen vorbei. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!